Und wir haben da ein paar Athletinnen, die in Richtung 2 Minuten und drunter bleiben wollen. Auch da die Pace vorgegeben in Richtung 1,59. Die Zeit, die Christina Hering vor allem im Blick hat. 2 Minuten 0,150, das wäre die IM-Norm für die aktuell schnellste deutsche Christina Hering, die auch am dichtesten dran ist, aber gleich mit in diesem ersten Lauf auch Tanja Spill und Sarah Schmidt, die auch zumindest mal in die Richtung schielen und die auch schon mal vorgelegt haben in diesem Jahr. Die nominell schnellste Athletin, haben wir auch gerade nochmal geschaut, ob sie denn dabei ist. Es sieht so aus, ja, Olga Jakova aus der Ukraine, 1,58,64 bereits gelaufen. Die zweite der Universiade aus dem letzten Jahr. Die ist hier mit im Feld und für sie wird das Tempo eben auch hochgehalten. 57 soll hier angegangen werden und wir sind dann gespannt, wo sich unsere drei deutschen Athletinnen da in etwa einreihen werden. Tanja Spill, die steht schon mal bereit. Die startet ganz innen auf der Bahn 1. Da rechts, ach, haben wir sie so gerade verpasst im Bild. Tanja Spill, also sie ist sicher mit dabei auf der Bahn 1. Dann direkt vor ihr, da startet zum einen aus Luxemburg Shani Matthijs und Christina Hering, die Athletin von der EG Stadtwerke München auf der Bahn 2. Die 3 ist doppelt besetzt mit eben genannter Olga Lyakova aus der Ukraine und Brittany McGowan aus Australien. Auch die 4 doppelt besetzt, Adele Tracy, Großbritannien, die haben wir eben schon im Bild gesehen, und Anita Hinrichs dort hier aus Island, auch das bekannter Name. Achten Sie gleich mal auf den Laufstil, dann werden Sie die Athletin wiedererkennen. Dann auf der Bahn 5 alleine starten Sarah Schmidt, TSV Bayer 04 Leverkusen, Olja Bibik, Ukraine auf der 6 und Claire Mooney aus Irland ebenfalls auf der Bahn 6. Olga Bibik wird hier für das Tempo sorgen, während wir hier Sarah Schmidt nochmal im Bild sehen. 2:02:31 in diesem Jahr schon gelaufen in Ordegem. 2:01:44, das ist ihre persönliche Bestzeit, liegt allerdings schon ein bisschen zurück, dass sie die gelaufen ist. 2015 war das, jetzt wäre es die richtige Zeit, diese PB nochmal wegzuwischen, denn 2:01:50, das wäre die EM-Norm für die Athletin, die bei Sebastian Weiß in Leverkusen trainiert. Hier auf der Bahn 5, also die drei deutschen Anwärterinnen dabei. Tanja Spill auf der 1, Christina Hering auf der 2, Sarah Schmidt auf der Bahn 5 in diesem internationalen Klassefeld. So, jetzt geht's los. Christina Hering ist in der Saison. Ja, Christina Hering, sehen wir da, dass sie sich direkt mal von der Athletin neben ihr gelöst hat am Start. Und die läuft da mit und ganz innen Tanja Spill, die versucht es von hinten, hält sich erstmal zurück, während Sarah Schmidt sich da mutig vorne einsortiert, direkt an der Schulter von Christina Hering an Position 2. Ja, die Zeit zumindest da bei 200 nicht ganz so schnell wie erwartet, nicht ganz so wie angepaced, dass es vielleicht sogar um 1,59,00 ausgehen könnte. Und Sarah Schmidt, die macht das sehr, sehr mutig, hält sich da an Position 2, direkt hinter Olga Bibik, der Tempomacherin. Sarah Schmidt hält hier das Tempo hoch, dann Brittany Tracy. Adele Tracy heißt sie richtig, Adele Tracy an Position 3 und dann kommt schon Christina Hering. So sind sie hier aufgereiht. Ah, 58,20 die Durchgangszeit. Jetzt schauen wir mal, wie lange Sarah Schmidt sich da dran hält. Die löst sich sogar noch von der Athletin hinterher. Also Adele Tracy, die Lücke zu Sarah Schmidt ein bisschen auf und auch Christina Hering an 3, die hat da zu kämpfen, da mitzuhalten. Bisher super mutiges Rennen von Sarah Schmidt. Jetzt ist sie alleine vorne an der Spitze, wo Olga Bibik ausgestiegen ist. Und oben die letzten 200 Meter, schauen Sie mal die Lücke zu Christina Hering, die wird nicht kleiner. Also Sarah Schmidt hält das da vorne, aber Adele Tracy ist erstmal an ihr dran. Die Britin, wenn die jetzt attackiert, vorbeigeht und Sarah Schmidt mithält, dann kann sie ihn raus nochmal mobilisieren. Jetzt kommt Christina Hering näher oben in der Kurve. Wir schauen mal, wo ist Tanja Spill? Bisher nicht im Bild zu sehen. Tanja Spill hält etwas zurück. Die hat da vorne im Moment nicht mitzureden in diesem Rennen. Adele Tracy ist an der Spitze. Sarah Schmidt, Christina Hering, die sind jetzt nahezu gleich auf. Jetzt ist Christina Hering vorbeigegangen und sie attackiert nochmal. Im letzten Jahr hier gewonnen und sie will den nächsten
Sieg beim Soundtrack Meeting mitnehmen und die starten. Die Zeit ist stark. 2-0-0-5-2, auch das erstmal mit Vorsicht zu genießen, aber die Lücke zur EM-Norm, die ist so groß, da lege ich mich fest, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Nee. Also Christina Hering, die nimmt hier den Sieg mit und die EM-Norm, 2-0-0-5-2, Sarah Schmidt, die schaut im Moment ein bisschen traurig, aber die hat auch mit ihrem mutigen Rennen dafür gesorgt, dass es vorne so schnell war und wir schauen, was für sie am Ende dabei rausspringt. Aber Christina Hering, das ist im Ziel erstmal die lachende Erste.